Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben jetzt die Beta gerade hinter uns gebracht und ein finales Review von der Beta mit meiner endgültigen Meinung, wie ich zu dem ganzen Game Modern Warfare 2 stehe. Und kurzer Disclaimer, ich hatte wirklich Riesenspaß, aber eigentlich, und das werde ich in dem Video auch nochmal vorbringen, werden wir auch mit diesem neuen COD sowas von verarscht, dass man sich's nicht mehr ausdenken kann. Trotzdem, ich habe es irgendwie geschafft, das einfach hinzunehmen, weil ich mir dachte, ich habe keine Lust, jetzt andauernd darüber nur zu pöbeln, schlechte Laune zu haben. Vanguard war das schlechteste COD aller Zeiten. Caldera war die schlechteste Map, die man machen konnte. Es konnte ja nur besser werden und da kommen wir in dem separaten Video diese Woche noch dazu. Heute möchte ich mit euch über Warzone 2 sprechen. Und viele von unseren deutschen Creatoren, Stylers, Kaiser, Henki war da, Gustav Gabel und ich glaube noch irgendjemand, ich weiß es gar nicht. Die waren ja alle nach LA eingeladen von Activision, um dort Warzone 2 anzuspielen. Und wir alle konnten uns das ja auch in dem Next Event angucken. Und die Meinung von den Leuten, die da sind, über Warzone 2, und die Karte wird ja Al-Masra heißen, beziehungsweise auf Al-Masra wird das spielen, sind ja, wie soll ich es vorsichtig ausdrücken, ganz schön niedrig. Und die Meinung von allen anderen Creatoren, Amerikaner, Kanadier, Engländer, Deutschen, sind da eigentlich fast alle gleich. Alle sagen, die Map sieht tausendmal besser aus, als Caldera es jemals sein wird. Da bin ich auch optisch komplett dabei. Optisch sieht die Karte wirklich interessant aus, wie eine Mischung aus einzelnen Aspekten von Caldera, eher in einer wüstenartigen Map. Das Ganze verbunden mit mehr Häusern, mehr Häuserkampf. Also es geht da auch wieder nach Verdansk. Und würde ich nur die Map und nicht das Gameplay bewerten müssen, würde die Map vielleicht aktuell vom Aussehen her ein, zwei Punkte weniger als Verdansk bekommen, aber deutlich mehr als Caldera. Dazu kommen ja aber Dutzende Entscheidungen, die getroffen worden sind und die haben in einer Alpha-Version gespielt und da wurden schon einige Sachen gesagt, die noch geändert werden sollen, da werden wir auch drauf eingehen. Aber das Ganze sah ja erstmal absolut langsam aus. Das Loot-System wurde komplett geändert. Es ist nicht mehr so, dass ihr beim Vorbeilaufen eine Kiste öffnen könnt, aus dieser Kiste fallen Sachen raus, ihr grabt die Sachen und lauft weg. Wie zum Beispiel auf Rebirth, wenn ihr angeschossen werdet. Kennt jeder von euch? Ihr lauft dann irgendwie an der Kiste vorbei, ihr braucht schnell eine Platte, ihr gebt euch eine Platte. Das geht jetzt nicht. Ihr müsst langsam, wie bei Tarkov eigentlich, an der Kiste stehen, die Kiste öffnen, durchsuchen, die einzelnen Sachen nehmen. Wenn ihr euch Platten geben wollt, geht das nicht mehr im Sprint. Jovo hat darüber gesprochen. Er sagt, wenn man sich Platten geben will, wird man im Prinzip dazu gezwungen, während man die Platten anlegt. Und ihr könnt nur drei Platten legen, wenn ihr einen Plattenrucksack findet, sonst könnt ihr nur zwei Platten legen. Das heißt, da gehen wir auch schon wieder so ein bisschen Richtung Blackout, was generell nicht verkehrt ist, weil Blackout ein toller Battle Royale war. Und gerade, weil es der allererste war, den Call of Duty sozusagen als Franchise hervorgebracht hat, sollte man Blackout immer mit sehr, sehr viel Respekt anschauen. David von der Haar hat das mit dem Team von Treyarch, als Black Ops 4 anstand, einfach so reingeworfen, weil plötzlich Activision kam und sagte, wir brauchen Battle Royale. Aber wenn man so einzelne Gameplay-Elements von Blackout nimmt, so zum Beispiel jetzt auch, dass der Loadout verschwindet. Und in der Alpha-Version war es so, ihr habt kein Loadout bekommen, sondern ihr musstet eure Waffe, die ihr später, das ist der Plan aktuell, vorher einstellt, kaufen. Das wird also auch darauf hinauslaufen, dass wenn Squads spielen und das vielleicht Randoms miteinander sind, der am meisten Geld gefunden hat, wird sich seine Waffe kaufen. Und wenn dann irgendwie die anderen Waffenleute keine Waffen haben, dann haben sie Pech gehabt am Ende des Tages. Oder sie müssen weitersuchen. Oder ihr wollt eine Waffe kaufen und so wie es aussieht, der erste Plan war, je nachdem wie viele Aufsätze ihr auf eure Waffe macht, je nachdem kostet sie mehr oder weniger. Und jetzt ist aktuell wohl schon die Rede davon, dass man das Feedback mitbekommen hat, dass keiner das so wirklich mochte und Loadouts in der späteren Version, wie gesagt, war bisher eine Alpha, doch wiederkommen sollen. Das muss man sehen, aber so wie es jetzt gemacht ist, läuft es darauf hinaus, dass der am meisten Geld hat, sich seine Waffen kauft und damit umhergeht. Perks wird es keine geben, das haben sie schon bestätigt. Finde ich generell erstmal gut, dann können so eine Scheiße wie Serpentine oder was auch immer wieder aktuell haben oder High Alert einfach nicht mehr da sein, was Bullshit ist in einem Battle Royale. Trotzdem muss man sagen, ist das System nicht ausgeklügelt, weil
wenn ich persönlich zwei random Teammates habe und ich habe genug Geld für meine Waffe, die ich brauche, oder einen der beiden Teammates, kann ich euch garantieren, ich nehme lieber die Waffe und vertraue darauf, dass ich das selber reiße oder mit der Waffe in der Hand eher kämpfen kann, als dass ein Random kommt, die oftmals, wenn man nicht in einem festen Squad spielt, ja leider auch absolut planlos sind. Das ist ja nun mal so. Dazu kommt, dass man eben diese unglaubliche Änderung bei dem ganzen Gameflow gemacht hat. Überall sind KIs und Bots, 300 Stück auf der Karte. Und Kaiser hat das ziemlich treffend erwähnt. Er sagte, es gibt genau zwei Arten von Bots. Die einen, die du zwar abschießt und die dich nerven, wenn du gerade in einem Fight mit jemandem bist. Die verraten dann deine Position, du kannst nichts dagegen machen. Dafür tötest du sie schnell und sie droppen ein bisschen Muni, die dir nicht hilft. Oder du findest Bots, die dich mit zwei Schlägen komplett K.O. hauen und dann töten. Er sagt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass da Bots mit drinne sind und sie enden auch nicht oder nichts an der Anwesenheit der Bots fügt in irgendeiner Art und Weise eine Verbesserung des Games dar. Warum man diese Idee plötzlich hat, weiß ich nicht, aber es gibt eine Vermutung, die viele Creator bisher hatten und da bin ich eigentlich bei denen und gehe da auch konform. Viele haben das Gefühl, dass Warzone 2 tatsächlich nicht das Baby von Activision dieses Jahr wird, sondern der neue DMZ-Modus, der, so wie wir das bisher gehört haben, wir haben noch nichts gesehen davon, sehr Richtung Escape from Tarkov geht. Das heißt, ihr landet mit eurem Squad auf einer Karte, das könnte ein Teil von Al-Masra sein, das könnte Al-Masra ganz sein, das könnte eine einzelne DMZ-Map sein, ist ja erstmal völlig egal. Und es ist im Prinzip High Risk, High Reward. Ihr geht mit eurer Ausrüstung rein, müsst exfiltrieren. Ihr müsst also eine Aufgabe schaffen, exfiltrieren. Alle anderen werden davon benachrichtigt, dass ihr zum Beispiel einen Helikopter gerufen habt. Den Helikopter müsst ihr dann verteidigen gegen andere Spieler. Und wenn ihr es rausschafft, geht ihr mit eurem Loot, mit dem, was ihr gesammelt habt, raus. Und wenn ihr es nicht rausschafft, verliert ihr alles, was ihr mitgenommen habt. Das ist generell, bei Escape from Tarkov sieht man das, steigende Spielerzahlen, steigende Beliebtheit bei dem Ganzen und viele haben gesagt, dass sie das Gefühl hatten, dass Warzone 2 das Loot-System nutzt, was eigentlich der DMZ-Modus jetzt dann benutzen werden soll. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach aus dem DMZ-Modus die Sachen in Warzone 2 reingeknallt hat, weil es schon halbwegs passt. Bei Warzone 2 hat man irgendwie absolut nicht das Gefühl gehabt, vom Zuschauen her, und man konnte ja stundenlang zugucken, dass das irgendwie alles schon so wirklich ausgearbeitet ist und dass da so eine richtige Richtung bei ist. Dann kommt der Gulag dazu und das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Also den Gulag, den kennen wir alle. Es ist 1 gegen 1, ihr mit einer random Waffe, die ihr bekommt eine Granate, ihr kriegt eine Sekundärgranate, einer von beiden überlebt, kommt auf die Karte zurück, einer von beiden stirbt, ist raus. Jetzt haben sie einen neuen Gulag gebracht, der plötzlich 2 gegen 2 ist. Und es ist nicht so, dass ihr automatisch mit irgendeinem Teammate, der vielleicht stirbt, da drinne seid, sondern ihr werdet mit irgendeinem Random in diesen Gulag gebracht. Und dieser Random kann der schlechteste Spieler der Welt sein und ihr könnt eventuell Pech haben und gegen die beiden Besten der Lobby antreten müssen. Dann seid ihr am Arsch. Genauso ist es absolut schwachsinnig, finde ich, dass man einen Key finden kann. Es gibt also einen Key in dem 2 gegen 2 Gulag, damit einer von beiden raus kann. Das kann also sein, dass ihr, und ihr müsst im Gulag auch noch Waffen und alles erstmal aufheben vom Boden, es kann sein, dass ihr euch bereit macht für den Kampf, der Random läuft 3 Meter geradeaus, findet durch Zufall den Key, läuft weiter und geht raus und ihr steht plötzlich in einem 2 gegen 1. Das ist völlig Wahnsinn, um ehrlich zu sein. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es hat keiner gut gefunden von den Anwesenden dort. Da muss man sich wirklich fragen, was das eigentlich soll. Das mit den Platten, dass man plötzlich Rucksäcke aufnehmen muss, damit man sich 3 Platten anstatt 2 geben kann, finde ich ehrlich gesagt auch nicht so gut. Das Rüstungsplattensystem, was wir im Blackout hatten, war einfach nicht so gut. Und das normale Plattensystem, was wir hier bisher in Warzone hatten und auch im Multiplayer, in Modern Warfare kommen ja auch eine Platte wählen und in Rebirth und in Fortune's Keep, das ist einfach gut. Das ist einfach besser als das, was sich hier wieder neu ausgedacht wurde. Und mir kommt irgendwie so das Gefühl, als hätte man einfach nur, um irgendwelche Dinge zu ändern. Dinge geändert, das ist wie ein Multiplayer, wie ein MW2, die in erster Linie überhaupt gar keinen Sinn machen. Und was auch überhaupt gar keinen Sinn macht, ist die Tatsache, dass man
aktiv versucht anscheinend, das Gameplay langsamer zu machen. Mit dem Kisten öffnen, ohne Loadouts, dann auch ohne Perks macht das Game auch langsamer. Es wird kein Totenstille mehr geben, das macht es natürlich auch nochmal langsamer, obwohl ich davon ein Fan bin. Also ganz viele Entscheidungen, die hier irgendwie getroffen worden sind, die für mich in keine Richtung führen. Und ich habe gedacht, dass man hier mit Warzone 2 so einen richtig fetten Banger rausholt. Also wirklich sagt, fickt euch Community, fickt euch Caldera, fickt euch Sledgehammer. Wir sind Raven Studios, wir sind Infinity Ward. Dieses Jahr wird es einfach Verdant 2.0. Aber aktuell von dem, was man sieht, ist es eher so ein Caldera 1.5, Verdant 1.5. Es gibt auch ein, zwei Sachen, die ich persönlich aktuell ziemlich cool finde. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob die so bleiben. Unter anderem, dass sich ab der dritten oder vierten Zone die Kreise ändern. Das heißt, es ist nicht mehr ein Kreis, der kleiner, kleiner, kleiner wird, sondern ein Kreis, der sich plötzlich in drei kleine Kreise aufteilt. Auf jedem dieser Kreise wird gekämpft. Und nachdem in jedem dieser Kreise gekämpft wurde, gehen diese drei Kreise später wieder zu einem kleinen zurück. Das finde ich interessant vom rein Zuhören, ohne es jemals gespielt zu haben, weil ich mir vorstellen kann, dass dadurch eine ganz, ganz neue Dynamik entsteht. Aber alles andere, was ich persönlich bei Warzone Next Event gesehen habe, fand ich weder beeindruckend noch interessant. Ich weiß nicht, ob sie mit den Loadouts jetzt tatsächlich doch wieder zurückkehren. Ich weiß natürlich nicht, was sie zum Release von Warzone 2 am 16. November jetzt tatsächlich umsetzen. Das Problem ist, Modern Warfare 2 als Multiplayer, und da komme ich in dem Video morgen oder übermorgen noch zu, ist darauf aufgebaut, dass Casuals Spaß haben. Und Battle Royale, ein guter, ist in der Competitive-Szene eigentlich ja eher dann, dass da wirklich viele Casuals in ihren eigenen SBMM-Lobbys sind und dann eben in den eher verschwitzten Lobbys Creator, bessere Spieler und sonst was. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass man tatsächlich Warzone 2 dieses Jahr so ein bisschen als Activision so nebenbei laufen lässt und den vollen Fokus auf den DMZ-Modus setzt, mit all der Entwicklerarbeit, was man schon in Call of Duty Black Ops Cold War gehabt hat. Fireteam Dirty Bomb, ein Modus, bei dem sich viele bei Treyarch und Activision viel versprochen haben, der nach 2 Monaten gar nicht mehr gespielt wurde, den keiner gut fand und den Leute nur, so wie ich, genutzt haben, um die Challenges für die Raketenwerfertarnung zu machen. Also irgendwie vieles ist noch so, ich sag mal, offen, da ist noch nichts 100% sicher. Es wird, was heißt erst, es wird in 6 Wochen droppen. Also riesige Änderungen braucht man dann nicht mehr erwarten, aber solche Änderungen wie Loadout anstatt einzelner Waffe, Bots rein, Bots raus, Gulag 2 gegen 2 oder Gulag 1 gegen 1, das sind eigentlich alles so Sachen, wo ich als Spieler mit der Zeit erwarten würde, dass man das auch in 6 Wochen oder mehr Zeit, je nachdem wie alt die Alpha-Version war, noch ändern kann. Tatsache ist aber, ich habe ein bisschen Sorge, ich freue mich auf den DMZ-Modus, weil Escape from Tarkov ist ein Spiel, was ich persönlich noch nie gespielt habe. Das Konzept an und für sich finde ich aber sehr interessant. Da wird man natürlich abwarten müssen, wie sie es am Ende umsetzen. Das kann ein Flop werden, das kann ein Erfolg werden. Alles ist möglich, alles kann, nichts muss. Aber Warzone 2 im aktuellen Zustand, wie sie uns das gezeigt haben, ist ein Battle Royale, den ich optisch, was die Karte angeht, wirklich gut fand. Und alles andere fand ich eigentlich nicht so geil. Oder, um es genau zu sein, sah relativ scheiße aus. Wie gesagt, Leute, es ist eine Alpha-Version, das ist nur meine aktuelle Meinung. Die kann sich noch ändern, die Beta-Version, oder wenn überhaupt so eine Beta kommt, was ich nicht glaube mehr, kann sich noch ändern. Full Game von Warzone kann sich ändern. Caldera haben sie auch mit vielen Updates versucht besser zu machen. Hat mit Sicherheit mit den Ballons, die wir jetzt irgendwie auch nicht mehr haben und sonstigen Sachen, einigermaßen gut funktioniert. Aber wenn man aus einem Riesenhaufen Scheiße, was Caldera einfach ist für viele, einen etwas weniger stinkenden Haufen macht, ist es immer noch ein Haufen Kacke am Ende. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen meine Gedankengänge verfolgen und ich würde wirklich sehr gerne wissen, was eure Meinung dazu ist. Gibt es welche bei euch, die dieses Warzone-Event wirklich gefeiert haben? Also von dem, was man da von Warzone 2 sehen konnte? Oder geht ihr auch eher so Richtung, also bisher sah das jetzt alles noch nicht so bangermäßig aus. Ich will auch mal echt gespannt gucken, was da eigentlich noch kommt. So oder so, Leute, ich würde mich wirklich sehr für interessieren, eure Meinung zu bekommen, dass man das später einmal zusammensetzen kann. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr noch nicht getan habt. Gerne ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Freue ich mich sehr. Und morgen sehen wir uns dann im Stream wieder. Und das Video zu Modern Warfare 2 kriegt ihr morgen oder übermorgen. Je nachdem, wie lange ich jetzt heute noch John Wick Teil 3 gucke. Ich bin raus, Leute. Haut rein.